So, das nächste Ziel. Ach, das war ja Funkenwandlung, das wollte ich gar nicht. Schneller laufen können wir noch gar nicht. Brennender Ansturm. Stufe 60 erst. Ach je. Hexer gehört offensichtlich auch zu den armen Würmern, die erst ganz spät schneller laufen können. Wie der Krieger auch. Er bekommt seinen Sprung, seinen heldenhaften Sprung auch erst auf Stufe 60. Voll nervig. Dagegen kann zum Beispiel der Druide oder der Paladin ja ab Stufe 20 schon schneller laufen. So ist echt ein wenig unfair. Aber was soll's. Aufregen hilft nicht. Hier ist gar keine Musik. Feuerbrand. Gar nicht blöd. Das dottelt den Gegner. So, dass er langsam aber sicher stirbt. Aha. Das funktioniert besser. So. Kein Ara. Kein Jungtier. Menu. Das lädt immer noch auf. Mm-mm. Nichts Gescheites drin. Und da sind wir gleich wieder draußen. Vierunddreißig sind unsere accountgebundenen Gegenstände schon. Also Gegenstandsstufe 34, nicht Level 34. Ein Hund? Der Wolf heißt. Hallo Wolf. Ach, die saß hier vorhin schon, ich erinnere mich. Die Schrifttafel ist ganz woanders. Ich fange eigentlich, wenn ich im Schlingendorn-Teil queste, immer mit kurzen an. Keine Ahnung warum. Als nächstes kommen dann die Jagdquests. Von Hammett Nothingberry, den kennt ihr vielleicht noch aus. Ja, von hier. Vom Burning Crusade? Oder? Wartet mal. Ja klar, Nagrand. Und dann noch von... Wie heißt das Tal? Vom Scholasar-Becken in WOTLK. In Cataclysm. Gab's ihn da auch? Ich bin ganz Ohr. Weiß ich jetzt nicht, aber in Pandaria gab's ihn im Tal der Vier Winde. Besorgt ein Totem der Blutskalpe von einem Schamanen. Der Blutskalpe. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Schönen guten Tag. Man sieht sie. Stufe 30. Was denn? Wo denn? Fragezeichen. Lähmender Schatten. Hä? Was ist? Wieso ist hier jetzt ein Fragezeichen mit wählt ein Talent? Hä? Oh nein, jetzt geht das Handwerken wieder los. Jetzt ist es 2 Uhr. Schreckensgeheul. Da werden einfach 5 Gegner weggeführt. Lässt das Ziel fliehen und heilt uns. Nee, wir nehmen Schattenfuror. Alle Gegner innerhalb von einem Kreis von 8 Metern werden für 3 Sekunden betäubt. Den finde ich genial. Mochte ich schon immer sehr, sehr gerne in Schattenfuror. Nochmal auf B3. So. Was kann ich für euch tun? Int und Ausdauer nehmen wir doch glatt.
für die Allianz. Jo. Hallo. Holt 6 Armschienen eines Wasserelementars. Man sieht sich. Und wir verkaufen. Mit euch. So, fertig. Seid vorsichtig. Dann geht's jetzt weiter mit dem Jägerlager. Kochen mit Katzack. Kratzek heißt er. Unser Pferd kann leider noch nicht über Wasser laufen. Oder? Wartet mal. Albtraum heißt die Glyphe. Albträume. Mist. Haben wir noch nicht. Verbessert die Dämonen. Verringert die Zauberzeit vom Feuerblitz. Erhöht die gesamte Rüstung des Leerwandlers. Fähigkeit Verführung. Entfernt regelmäßigen Schaden. Und wenn der Teufelsjäger ein Magieverschlingen einsetzt, werden wir geheilt. Und erhöht die Gesundheit von der Teufelswache. Die bekommen wir erstmal gar nicht. Funkenwandlung erzeugt zusätzlich 2% Heilung im Vergleich zu unserer Gesundheit. Wird jedoch innerhalb von 10 Sekunden regeneriert. Da habe ich kein Problem mit. Das ist cool. Vor allem zum Leveln. Und Feuerbrand heilt uns. Das ist auch cool. Der Hexer hat relativ viel Self-Heal-Fähigkeiten, inklusive vor allem auch dem Gesundheitsstein. Allerdings bringt der in der Regel etwas weniger als ein Heiltrank. Für gewöhnlich. Zumindest war das mein letzter Stand. Immer Heiltrank statt Gesundheitsstein. Können wir jetzt noch nicht vergleichen, dann müssen wir erstmal Stufe 100 werden. So, hier gibt's Wachen, denn hier ist immer ein beliebtes PvP-Gebiet. Open-PvP-Gebiet, genau zu sein. Allerdings, wir aktivieren einfach PvP nicht und dann haben wir unsere Ruhe. Was liegt an? Gott sei Dank sind wir auf einem PvE-Server. So, besorgt 5 gerommelte Kristalle von der Venture Company, Bergbaukompanie. Was liegt an? Venture, wie spricht man das aus? Venture, oder? Bringt 2 große Flusskrokilisken heute. Flusskrokilisken sind gleich hier ums Eck. So, was haben wir hier? Wie geht's? Sucht Hammett Nessingberry Jr. auf. Hoi. Fort mit euch. Wo ist denn der Hammett? Ist der umgezogen? Das Licht sei mit euch. Nee, da ist er. Ach, das Hallo? Ist er ja. Wieso ist das der Junior? Wo ist denn der Große? Hm. Nun gut. Mögen eure Reisen sicher sein. Okay. Jagd 10 Schlingendorn-Raptoren. Genau, jetzt geht's hier richtig los. Was kann ich für euch tun? 10 junge Panther. Schön, euch zu sehen. 14 Seiten von die grünen Hügel des Schlingendorntals. Der hat sein Buch verloren, der weint. Und 10 Schlingendorn-Tiger, die jungen. Fangen wir erstmal mit den Flusskrokis an. Die sind nämlich gleich hier irgendwo. Soweit ich weiß, immer am Rand. Nicht im Wasser. Dachte ich. Hallo? Ah ja. Drüben ist einer. Ah, okay. Inzwischen sind sie doch im Wasser. Was? Wir haben den gewonnen-hittet. Oh Menno, jetzt muss ich da rüberschwimmen. Naja. Überlaufen. Halb so wild. Sie ist schon die erste. Früher waren die immer am Ufer. Damals, als ich noch jung war. Und schon haben wir's. Das Dämonenpferd ist so cool, ne? Mir gefällt vor allem das Kleine, weil es so lang schweifert. Das Große hat so einen abgebrannten Schweif. Das sieht total doof aus. Ich bin ganz Ohr. Seid auf der Hut. Voll abgefackelt. Eda. Yo. Bringt 5 Schnappkiefer-Krokilisken heute zu Ditzig. Bleibt gut drauf. Die sind jetzt woanders, die Schnappkiefer. So, hier geht's los mit den Tigern. Oh. Immer diese One-Hits. Muss man extra hinlaufen zum Loot. So.
Auch hier kann natürlich der Hyazinth-Ara droppen oder dieser kleine Raptor. Von daher würde ich euch empfehlen, alles zu looten, was ihr hier tötet. Als ich zuletzt geschaut habe, ist schon ein bisschen her, aber da war der Hyazinth-Ara noch 99.000 Gold wert. Glaubt's oder glaubt's nicht. Der ist extrem selten, leider. Aber es gibt immer Glückspilze, die sowas dann finden. Am besten ist Feuerbrand. Ich vergesse es immer wieder, dass wir den schon haben. So kommen die nämlich an uns ran und wir müssen nicht hinlaufen zum Looten. Ist verständlich, ne? So. Bei einem Einzelnen ist es natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Gott sei Dank muss man inzwischen nicht mehr zurücklaufen, um die Quest abzugeben. Jetzt sollen wir Schlingendorn-Tiger töten. Ich habe da schon so eine eingefahrene Route, die uns zu allen Tieren hinführt. Die aber offensichtlich nicht mehr stimmt, weil hier sind jetzt Panther. Wir brauchen aber junge Panther. Dann sind die auf der gegenüberliegenden Seite wohl nur noch. Laubbäume und Palmen. Passt das zusammen? Aber nur mit Palmen wäre der Wald nicht so dicht. Na, geh mal unten durch. Tiger, du bist der Falsche. Panther, du bist richtig. Ups. Ich habe heute ein bisschen Lag. Ich renne immer zu früh los. Seltsam. Die Panther waren früher viel verbreiteter. Jetzt sind die nur noch hier, so ein ganz kleines Dreieck. Unser kleiner Raptor macht alles ganz brav mit. Ah, die sind da oben noch. Okay. Hier gab es jetzt echt nicht viele. Pantherchen, wo seid ihr nur alle? Da. Komm mal her. Dieser Zauber ist noch nicht vorbei. Möchte mehr Panther, die sind alle schon tot. Hier war irgendwie schon immer viel los im Schlingendorntal. Fragt mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Früher waren hier immer Bots unterwegs. Die haben dann in einer Tour die ganze Nacht 24 Stunden Tiere gefarmt und das Zeug dann verkauft, wenn das Inventar voll war. Das waren so programmierte Programme, die da irgendwie eingespeist wurden, keine Ahnung. Programmierte Programme. Klingt auch lustig. Die Großen sind hier. Echt jetzt? Okay. Ah, nichts da. Die Pantherchen sind Mangelware. Kann sein, dass die schleichen.
Eigentlich nicht. Nur die großen Schleichen, die Schattentatzenpanther. Aber die Jungen doch nicht. 3 Stück fehlen uns noch. Wahnsinn. Aha. Danke. Da ist einer gespawnt. Sehr gut. Und da ist der letzte. Das lädt immer noch auf. So, 10 Panther. Die haben wir vorhin schon gesehen. Müssen wir dann wieder zurücklaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gerade relativ wenig Schaden machen. Für das, dass wir doch sehr lang casten eigentlich. Also verbrennen dauert ja wirklich 2 Sekunden fast. Sollen wir mal Dämonologie skillen? Wäre, glaube ich, fast ratsam, so wie sich das hier anfühlt. Können wir aber nicht. Müssen wir zum Lehrer. Weil wenn dann die Dämonen sehr viel Schaden machen, ist es natürlich für uns umso leichter. Wo kommt ihr jetzt her? 2 Stück gleich. Tjo, die brauchen wir auch für diese Kristalle. Was wohl Rommeln bedeutet? Klingt lustig. Rommeln. Man merkt sehr, dass ich erkältet bin, ne? Es tut mir leid, aber ich klinge so komisch. Da rede ich dann doch gern mal weniger, wenn es geht. Aber ihr wisst ja, ich bin sowieso dafür, gerne auch mal zu schweigen. Denn man muss ja nicht immer labern als Let's Player. Das Spiel soll einfach im Mittelpunkt stehen. So, 6 von 10. Nicht schlecht. Noch 2 gerommelte Kristalle. Willst du rommeln? Okay, wir rommeln. Das sind immer wieder. Erledigt. Gibt's hier noch Tiger? Ja. Die sind hier jetzt offensichtlich ansässig. Bin gespannt, ob es dann da bei den Panthern schon die alten Schlingendorn-Tiger gibt. Das sind nämlich die dritten, die wir jagen müssen. Sehr schön, erledigt. Fünf alte Schlingendorn-Tiger. Wie, die sind gleich da. Seit wann denn das? Nee, das müssen die Schnappkiefer sein, oder? Ja, die Schnappkiefer-Krokilisken sind hier noch. Kann man auch gleich holen. Die sind ein bisschen nervig, weil man da schwimmen muss für. Nicht. Für die ersten nicht, für den Rest schon. Ich muss näher ran. Gut, put. Eine, super. Wir können unter Wasser atmen, aber das bringt uns nichts. Ich würde lieber unter Wasser schneller schwimmen können.
Das konnte man mal skillen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass der unendliche Atem das Schwimmtempo um 10 erhöht. 31, hey, wir leveln ohne Ende. Dämonensklave, ganz lustig. Können wir einen Dämon übernehmen? Eher ein Spielzeug, als dass es wirklich nützlich ist. Oh, das war gar kein Kroko. Das war ein Frenzy. Gar nichts dafür, die heißen so. Ich finde es voll lustig. Frenzy. Das sind so ganz große Fische, guckt. Wo ist er denn? Da. So ganz platte, große Fische, voll gruselig. Ich finde alles, was unter Wasser wohnt, total gruselig, ehrlich gesagt. Ich finde es auch schrecklich, im Meer zu schwimmen, wenn man da ein bisschen weiter rausschwimmt. Und nicht weiß, was unter einem ist. Ah. Ich habe auch furchtbare Angst vor dem Walhai in Vashir. Ich fühle mich in Vashir sowieso unwohl. Ich habe immer Angst, dass mich da was angreift, das um mich rumschwimmt. Ich kann nichts dafür. Hier geht's und See ist okay. Wobei. Naja, es geht. Bin an sich kein Schwimmmensch. Weder in-game noch im Real-Life. In-game-Schwimmen nervt auch voll. Voll total. So, 3 von 5. Wir machen Fortschritte. Ansatzweise. Hier ist irgendwo einer. Ist hier noch irgendwo ein zweiter vielleicht? An Land. Okay. Wenn wir Glück haben, haben die jetzt 2. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Die haben 0. Nicht einen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Da sind noch 2. Jägerchen, du bleibst noch hier. Der soll nämlich an die Oberfläche. Eine noch, komm schon. Du musst die jetzt haben, bitte. Schwimmen nervt. Wir schauen jetzt erstmal zu den Panthern. Schmetterschwänze sind falsch. Wir brauchen Schlingendornraptoren. Unser Baby macht alles ganz brav mit und läuft uns hinterher. So ein braves Baby. Das hält uns übrigens für seine Mama. Ist das nicht schön? Ich find's schön. Ich bin gern die Mama vom Schmetterschwanzbaby. Haustierzähmer!